kann ich mich dann so nochmal retten. Ah, okay. Oh, guck mal da. Aber Yoshi kann das nicht. Der hat dafür einen sehr besonderen zweiten Sprung, der sehr hoch geht. Also du kannst dann zweimal immer springen. Ja, habe ich gerade auch schon gemerkt. Komm her, komm her, komm her. Scheiße. Ich blute. Ja, bluten tut hier keiner. Das ist ja ein Spiel für Kinder. Nein, 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 nein. Oh, und dahinter, da. Und wirft. Wie geht? Irgendwelche Sachen aufs Feld. Oh, so, und jetzt kann man Ridley angreifen. Wenn man Ridley besiegt, dann hilft der einem. Also jetzt ist der auf meiner Seite zum Beispiel. Ganz toll. Wo bin ich? Oh Mann, Yoshi. Ja, bisher schlägst du dich aber sehr gut. Meinst du? Ja. Ah. Oh, jetzt ist er auf deiner Seite. Echt? Jetzt hast du ihn besiegt. Oh, was? Oh, guck mal da. Oh, ich muss dazu sagen, ich spiele die meistens nur auf Omega-Modus. Die Stages. Steht also, jetzt auf meiner Seite. Ja, macht er doch, der greift doch mich dann. Achso. Ich versuche ihn jetzt einfach mal zu besiegen. Hallo. Guck mal, der macht mich nicht kaputt. Hey, lässt du meinen Ridley los? Guck mal, ich nehme keinen Schaden. Wie geil ist das denn? Jetzt ist er besiegt. So. Oh, ja, du bist mit der B zur Seitenattacke runtergefallen. Oh, guck mal, ich... Dampfi! Genau, die Stampfattacke. Was halt auch sehr wichtig ist, wenn ich ein Schild mache, ist das auch so ein Shieldbreaker, also dass mal mein Schild schneller kaputt geht. In dem Spiel kann man auch mit Items spielen, die können wir gleich auch mal anschalten. Ich hab die Items? Halt. Ja. Also können wir uns gleich mal angucken. Ach, Scheiße! Oh Mann, Yoshi! Ich hab sowas immer, wenn ich halt mit Freunden spiele, ausgeschaltet. Oh. Jetzt fliegt hier irgendeine Drohne. Ja, die kenne ich auch. Oh. Und jetzt haben wir dasselbe Spiel wie vorher mit Ridley wieder auf dem Feld. Der halt jetzt erstmal so neutral ist und uns beide angreift, wobei nur mich. Echt? Erstmal. Hey. Wo bin ich? Wo ist Yoshi? Yoshi! Ich glaube, Yoshi ist für Anfänger noch... Oh, da bin ich geflogen. Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Was hat der denn? Der hat ja die halbe Dings da abgerissen. Oh, da. Yoshi ist halt für Anfänger noch recht schwierig, weil der halt keinen Rettungssprung hat. Uiuiuiui. Nein. Für meinen Ridley. Oh, die Stampfattacke ist so cool. Eieieiei, die sind die schon wieder. Oh, und das war's. Ende. Oh, Mann. Ich überlege gerade, welche Stage ist denn so... Am einfachsten. Am Anfänger. Danke. Ja, nein, wo man halt seitlich nicht so leicht runterfallen kann. Da war halt schon die Mario Kart Stage sehr gut. Mann. Was halt auch bei diesem Spiel sehr cool ist, ich kann die Kämpfe, kann man speichern und dann von der Wii U direkt auf YouTube hochladen. Ach du Scheiße. Natürlich dann unkommentiert. Genau, die Items wollten wir uns mal. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar nichts gedrückt. Item-Optionen, hier haben wir halt die Items. Der Ultra Smash, das ist so eine besondere Attacke, die er drauf hat, wenn man diesen Smash-Ball kaputt macht. Dann kann man mit dem Knopf auf den... Spezial kann man halt verschiedene Sachen noch machen. Okay. Hier brauchen wir eine kleine Erläuterung zu jedem Item. Spezialflagge? Die ist ziemlich extrem. Aber du musst es erstmal schaffen, die Zeit zu finden, die einzusetzen. Okay, Raketenwort oder halte springen, Knopf gedrückt und eine Rakete nach oben. Nicht schlecht. Oh. Wir haben jetzt auch eine Bananenschale. Ja, die kennt man ja. Oder den kennst du bestimmt auch. Ja, den kenne ich auch. Ihn da kenne ich auch. Was ist das? Bei den. Kennst du die alten, ganz alten Super Mario-Spiele? Wo ach ja, genau, das war diese Feuer, genau. Genau, diese Teile, die sich so drehen in Bowser's Schloss immer. Genau. Die sind das. Laserschwert. Kugel-Willi? Ja. Das ist doch auch Mario. Ja,
Ja, genau. Das ist aber Samus. Nee, ist der Blitz nicht auch aus Mario Kart? Also ich kenne den Blitz von Samus. Den hat die als Logo vorne drauf. Und das hier ist der Morphball. Nee, das ist die X-Bombe. Das ist der Morphball. Warte, es gibt aber auch Items, die von Samus sind. Da unten rechts. Da, noch ein weiteres. Genau das, die Screw Attack. Ah, oh! Schnappst du dir dieses Item, kannst du bei deinen Sprüngen den durch Samus bekannten Angriff Screw Attack einsetzen. Oh ja. Hoppla. Also wenn du anschalten willst. Habe ich das jetzt? Nee, das ist jetzt B zurückgedrückt. Also. Wir können die mal, drücken wir einfach mal ein. Bis nur die eine, oder? Ja, machen wir mal viele Items. Ja, wir können mal so ein paar Items anschalten, so den Smashball, die Hilfer-Trophäen. Okay. Machen wir mal Pokebälle und Meisterbälle ein. Kenn ich alle nicht. Der Superstern dich unverwundbar macht. Nein! Ach, Entschuldigung! Ist nicht schlimm. Nee, ich wollte das da haben. Okay. Das sind Items, die einen heilen. Okay, ja, immer her damit. Zurück. Superpilz, der einen groß macht. Auch mal sehr schön. Ach, du liebst, also. Unbesiegbarkeit. Der Hammer aus Super Mario, den kennst du bestimmt auch, ja, oder? Kann man mal einschalten. Was ist das da drüber? Das sind Hasenohren aus The Legend of Zelda. Hasenohren? Hashi? Majora's Mask sind die. Ich will Hashi. Hashi. Kannst schneller springen und schneller laufen damit. Hashi muss sein. Und da unten, was ist das hier? Deku-Nuss? Ja, die ist, Oh, oh. Da läuft jetzt bei eBay was aus. Wie geil ist das denn? Wie assi. Ich mache mal so weiter, einfach ein paar Items ein noch. Ja, ja, ich bin sofort bei dir. Mit Stachipanzer machen wir noch an. Der Bumper, die Bananenschale. Ja, jetzt bin ich selber rausgegangen. Ja, man ist irgendwie total verflucht, Dings, dieses B zu drücken. Ja, ich bin jetzt mit meinem Finger da drauf gekommen. Mal das hier ein. Was können wir noch einschalten? Explosionskisten. Was ist das hier? Das Nintendo Scope. Das war mal so ein Add-on für den NES. Ich glaube, das war das, womit auch Duck Hunt gespielt wurde. Okay. Also ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus, weil das ist vor meiner Zeit gewesen. Eieiei, 3 Minuten 30 noch. Eieiei, jetzt sind schon wieder Preise hier. Können deine Fans erfahren, was du kaufen willst? Eine Interregio-Garnitur. Ich bin sogar jetzt der Höchstbietende. Aber mehr ist mir das jetzt echt nicht wert. Da, was? Guck. 500 Euro? Nein! Jetzt erzähl den Leuten keinen Quatsch! Das sind 6 Wagen plus Steuerwagen. Das Geile ist, hier ist ein Gesellschaftswagen und ein Bistrowagen, die relativ selten sind. Für die Leute, die das jetzt nicht interessiert, ist das total langweilig. Für die Leute, die das nicht interessiert, die sind jetzt einfach seit ein paar Minuten aus dem Menü. Ja, genau. machen noch Baseballschläger an, damit wir schöne Hooligans sind. War nur Liebenzeit. Oder noch viel, viel schlimmer. Oder vielleicht auch viel schlimmer. Ja, du wolltest gerade Donkey Kong auswählen, glaube ich. Ja. Wie kann man dem Affen sowas antun? Ich meine, er ist ja schon heftig, aber... Okay, dann guck mal nach Stage. Welche wäre denn ganz nett? Da kann man auch runterfallen. Ja, da kann man... Wo spielt man da? Spielt man dann auf dem Bildschirm? Hier? Ja, genau. Ach du Scheiße. Kannst aber auch links und rechts rausfallen. Haha. Doch, ich glaube, wir nehmen den Boxring. Da kannst du nicht rausfallen. Am Boden. Ja, du kannst so oder so rausfallen. Du musst ja die Gegner irgendwie rauskriegen. Das ist ja so ein Spiel. Ach du liebe Zeit. Aber du hast halt hier den Boxring und du hast halt hier noch Moment. Den Gang halt zum Boxring hin. Auf jeder Seite? Ja, auf deiner kannst du jetzt auch. Kannst du gerne probieren. Ah, okay. Ich habe einen Pokéball. Flieg und sieg. Moment, was ist das? Komm her, du Mistvieh. Ich mach alles platt, ich mach alles. Oh, doch nicht. Nein. Du musst ja erstmal die Attacke verlernen. Das hier ist eine Helfer-Trophäe. Wenn du die hier nimmst, also nimm die mal. Geh da hin und drück einfach A. Jetzt da unten, kannst unten und A drücken.
Jetzt hast du einen Stern und Puppen gerufen. Diese Trophäen da, die sind nochmal ein extra Charakter, der gleich aufs Feld kommt. Hier. In diesem Fall einer aus Earthbound. Der macht hier Raketen. Scheiße, ich bin genau rein. Hallo, wo ist mein Affe? Warte, ich bin schon kaputt. Ja, bist da oben. Du bist von den Raketen getroffen worden. Du kannst übrigens auch diesen Ring da oben kaputt machen. Nein. Versuchen wir da oben, genau jetzt. Halt! Ich mache mal den Ring hier oben kaputt. Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht nehmen? Du musst immer A drücken, also den normalen. Hab ich doch. Oder. Was ist bei dir? Vielleicht B. Ja, das, danke, dass du mir das jetzt aussagst. Nee, die Steuerung ist halt bei deinem Schein ein bisschen anders als bei mir. Hallo, warum komme ich denn jetzt nicht hoch zu dir? Die Angriffe kommen hier hoch. So, und jetzt. Was ist denn nur los? Das ist der Smashball, der mit der besonderen Fähigkeit. Also, ich lasse dir den mal jetzt geben. Geh doch rüber. Moment. Nur geh doch mal, du Affe. Hallo. Was war ich denn jetzt hier? Genau, jetzt musst du halt da versuchen, den halt zu zerschlagen. Aber jetzt ist er weggeflogen. Oh, 11 Sekunden noch. Oh, Moment, ich muss den gerade mal gucken. Showdown. Auf eBay. 4, 3, 2, 1. Eieiei. Wo bin ich? Du läufst aber ganz weg. Das ist ein Bumper, wenn du dagegen läufst, fällst du zurück. Ja. Wie man halt hier sehen kann. Denn jetzt bist du gefangen. Mann! Hast du die Klatsche gesehen? Ja. Hallo? Das war eine Get-Up-Attack. Oh, ich bin unbesiegbar. Na toll. Ja, toll. Und ich stehe auch noch drin. Na, du lebst noch. Das Problem ist, da läuft jetzt gleich direkt eine Destruktion aus. Moment, entschuldigt, Freunde, aber das ist hier echt nicht. Wo bin ich? Da links. Was ist das? Das ist ein Pokémon wieder. Ach so, dieser Bumper da, oder? Ach so, ja, das war der Bumper von. Der ist halt wieder aufgetaucht. Wenn ich jetzt halt. Kann ich? ja, jetzt passiert halt sowas. Also ich. Ah, ich werde gleich unbesiegbar. Nein! Och! Jetzt kann ich mich einfach wie ätzend ist das denn? Ah, der Dämon, der greift dich nicht an, aber der verändert den Bildschirm. So, wenn ich den Hammer, solltest du am besten nicht in meine Nähe kommen. Ja, danke, das habe ich auch gerade gemerkt. Guck mal, die alten Mario Nintendo Sounds. Ja. Hey! Er fändet halt immer noch den Bildschirm weiter. Was war das denn? Knoblauch oder was? Eine Rübe. Aus Super Mario 2. Ist da so eine. Fähig. Konnte man damit so Rüben aus dem Boden raus. Oh, was macht der denn jetzt schon wieder? Der verlangsamt dich. So, ich habe jetzt hier die besondere Attacke. Ah, okay, jetzt kannst du ihn nochmal angreifen. Oh, das ist ein legendäres Pokémon, dem solltest du nicht zu nahe kommen. Oh, Mann! Komm hier zu nah. Und ich bin raus. Ha, du aber ich auch. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Hey, du blödes Vieh! Oh, hier ist die Maxi-Tomate. Ich habe zwar keinen Schaden, aber kann man ja trotzdem mal nehmen. Ah, ich will diesen Ball, der da liegt. Mann. Wir können ja gleich die Items sonst noch mal ein bisschen verändern, wenn die. Ich glaube, die sind gerade ein bisschen sehr extrem. Ist einfach so eine richtige Reizüberflutung. Ja, aber wirklich! Oh, der Stachelpanzer. Danke! Ah, da würde noch mehr passieren. Du weichst ihm einfach aus. Was? Ah, ich habe jetzt hier gerade eine besondere Rübe. Stitchface heißt die, die macht mehr Schaden und. Mehr Knockback. Die Uhr da sorgt dafür, dass ich langsamer werde. Oder du, wenn du Pech hast. Das ist nur so ein Glücksding. Mann! Diesmal bin ich langsamer geworden. Und du bist mir direkt auf den Kopf gesprungen. Das war jetzt ungewollt sehr kombohaft. Können. Jahrelanges Training. Genau. Geübt. Oh. An einem Wasserfall. Genau. Und da ist er weg. Ach, ich schon wieder. Ja, Besiegt von der Prinzessin. Ja, sie hat sehr viel gelernt, wenn sie mal gekidnappt wurde.
Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss für den ersten Teil. Oder ich muss wahrscheinlich schon schneiden. Ich weiß nicht, wie lang der Teil jetzt hier ist. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Teil hier bei Super Mario. Nee, stimmt gar nicht. Was denn Super jetzt? Smash Brothers. Super Smash Brothers. So, jetzt habe ich es richtig. Bis gleich, NRW über 18. Adieu. Ciao.